Alle von uns lizenzierten E-Books findest du im Katalog. Um gezielt nach E-Books zu suchen, kannst du zu Beginn der Recherche den Dokumenttyp entsprechend einstellen. In der Trefferliste erkennst du E-Books am jeweiligen Symbol. Außerdem findest du bei jedem E-Book einen Volltext-Button, über den du zur Seite des Anbieters gelangst, also zum Beispiel zur Verlagsseite. Anhand der Farbmarkierung ist die Zugänglichkeit erkennbar. Ist der Volltext-Button grün, handelt es sich um ein frei zugängliches E-Book. Du kannst den Volltext direkt aufrufen. Ist der Volltext-Button hingegen gelb markiert, ist das E-Book nur im Hochschulnetz der Universität Würzburg verfügbar. Wenn du nicht an der Universität Würzburg studierst oder arbeitest, kannst du die Volltexte also nur an unseren Computerarbeitsplätzen herunterladen. Zum Abspeichern der PDF-Dateien bringst du am besten einen USB-Stick mit. Studierende und Beschäftigte der Universität können sich zusätzlich mit ihrem JMU-Account von außerhalb in das Hochschulnetz der Universität einloggen, um das E-Book auch zu Hause lesen zu können. Auf unserer Homepage bei Suchen und Ausleihen erklären wir dir, wie du die UB von zu Hause und unterwegs nutzen kannst. Wir empfehlen dir hierbei den VPN-Client. Informationen und Anleitungen zur Installation des VPN-Clients findest du auf den Seiten des Rechenzentrums. Den Client musst du dir nur einmal herunterladen. Danach kannst du dich bei Bedarf jederzeit mit deinem JMU-Account anmelden. Nun hast du eine IP-Adresse der Universität Würzburg und kannst auf das E-Book zugreifen. Die Anbieter legen fest, in welchem Ausmaß man E-Books nutzen darf. Du kannst E-Books entweder komplett oder kapitelweise herunterladen oder nur online lesen. Es kann auch vorkommen, dass du dich nochmal zusätzlich authentifizieren musst. Eine Auflistung der Nutzungsmöglichkeiten der verschiedenen Anbieter findest du bei mehr zum Katalog. Hier noch einmal das Wichtigste auf einen Blick.